Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin noch im alten Fahrzeug unterwegs, alt in Anführungszeichen. Neue ist noch nicht, der ist da, der steht im Hof drüben. Ist noch nicht umgemeldet, ist noch, das Opu ist noch nicht abgemeldet. Also das Mautgerät neue ist eingebaut, aber halt noch nicht angemeldet. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt heute noch mit dem herumfahren. Ich weiß nicht, ob heute was passiert, ob heute umgemeldet wird oder ob das erst im Laufe der Woche passiert. Keine Ahnung. Also ich habe kein Problem damit. Ich wollte halt nur sagen, wie es gerade ist. Beim Fahrzeug, der ist natürlich komplett leer, den werde ich jetzt erstmal tanken fahren. Ich weiß ja nicht, tanke ich voll, tanke ich nicht voll und alles solche Sachen, die ich werde jetzt nochmal gute 200 Liter tanken, das mache ich bei uns im Hof drüben, fahre ich jetzt nicht extra an die Tankstelle. Ich werde wieder einiges einräumen, das mache ich jetzt auch noch, ich werde meinen Ordner mit den ganzen Genehmigungen nehme ich mit, dann werde ich die ganzen Ladekabel und den ganzen Gerümpel, den Krams, was ich halt so mit mir herumschleifen. Kamera am Bett werde ich jetzt auch nicht mehr aufbauen. Ich werde alles dann mit dieser Handkamera filmen. Soweit mir das möglich ist. Heute ist der 2. April. Ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, falls ich drüber in den Hof, dann sattel ich auf. Ich habe ja nur noch die 4-Achse, die 3-Achse wird repariert. Einmal komplett Überholung. Wird auch Zeit. Wird echt Zeit. Kostet etwa ein Drittel von dem, was ein neuer kosten würde. Da wird auch alles gemacht. Wirklich komplett alles. Komplett neue Leitungen rein. Alle Hydraulikleitungen werden gemacht neu, also wird general überholt. Und wenn man neuen kauft, wie gesagt, das kriegt man jetzt zum Drittel vom neuen. Zum Drittelpreis von einem neuen. Vielleicht ist es nicht ganz ein Drittel, aber. Und man hat quasi einen neuen Tieflader. Ja. Es wird Ende April, Anfang Mai werden, bis ich den wiederholen kann. Ich denke Mai, weil es ist ja nicht von heute auf morgen gemacht quasi. Ich meine, die machen das zwar öfters, die Jungs da unten, aber ganz so schnell wird es dann doch nicht gehen. Ist halt doch eine Heidenarbeit. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe die Kamera in meiner Hand. Ich bin jetzt gleich in Ingelheim. Da ins Werk fahre ich rein. Ich werde dann, wie gesagt, auch innen drin den filmen. Sorry.
immer wieder herrlich zu sehen, oder? Ja. Ampelrot. Wie gesagt, ich melde mich später. Ist alles ein bisschen doof heute Morgen. Läuft alles nicht so, wie es soll. Ehrlich gesagt, ich habe Angst, dass jeden Moment mein Mautgerät auf Rot springt. So, ich bin schon in Lauden bzw. gerade Einsiedlerhof rausgefahren. Den Bagger noch geladen. Ich fahre dann danach nach Hause. Das ist irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin hier eben beladen. Nur leichte Stiege hoch, ja. Die Karre ist nicht vom Fleck gekommen. Ist einfach, ich weiß nicht warum, weiß nicht war so, wieso nicht war so. Er zeigt wieder den Fehler an, den er schon öfters gezeigt hat. Ja. Zeigt er ab und zu an, Motor gestört. Das zeigt er ab und zu an. Ich kann nicht sagen warum. Aber heute läuft er an irgendwie nicht so, wie er halt laufen soll. Keine Ahnung. Der HDF funktioniert auch irgendwie nicht, wie er funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung. Wählt sich richtig, das ist definitiv, war das die ganze Zeit nicht so. Haben wir da endlich was hingemacht, dass hier nicht mehr gedreht wird. Finde ich eigentlich gut. Da sind wir. Ein bisschen durchs Grüne geradelt. Augenblick, lege euch mal kurz auf die Seite. Ich brauche kurz meinen Ausweis. Ich zeige euch mal den Himmel. Der falsche Ausweis. Ausweis von dem Berg, wo ich eben war. Der falsche Ausweis. Irgendwie geht auch meine Lenkung nicht. Ich weiß nicht, was die Karre los ist. Da vorne, wo die beiden Jungs laufen, muss ich hin. Mal gucken, wie wir das wieder machen. Reinfahren kann ich nicht. Ich habe die Baggerbrücke dran. Wieder der Bordstein. Läuft irgendwie nicht so. Gut, das war jetzt vielleicht auch ein Fahrfehler. Komme ich hier vorne rum? Müsste normal reichen, ne? Fahren wir hier gleich rechts hoch.
auch nicht mehr reinfahren. Also gut, könnte ich ja nicht reinfahren, wenn es trocken wäre. Ne? Nee, kann man sowas machen? Da vorne ist eine Einfahrt, gut. Da fahre ich jetzt rein. Also nicht rein, sondern da laden wir den Bagger ab. Hier muss ich rein, der Bagger muss hier drauf. Fahrt gleich noch ein Stück zurück wieder. Weiß nicht, was hier noch gemacht wird, was hier noch gebaut wird. Keine Ahnung, jetzt ist der Weitwinkel noch an. Ja, genau. So, ja, ist soweit. Mautgerät ist draußen. Jetzt fahre ich jetzt noch nach Kaiserslautern, dass das abgemeldet wird. Dann wird morgen früh wird das neue Mautgerät, das neue Obo wird angemeldet. Dauert zwei Stunden etwa. Zuerst wird das Fahrzeug umgemeldet. So, dann fahre ich mit dem LKW rein. Dann wird das Obo angemeldet, freigeschaltet. Keine Ahnung. Mache auch heute nichts mehr. Wie gesagt, fahre jetzt nur noch rein nach Kaiserslautern, dass das alte abgemeldet werden kann. Ja, sorry, war heute ein bisschen wenig mit Filmen. Haben dann noch gleich alles, was noch im Fahrzeug drin war, das haben wir dann auch noch ausgebaut. War ja nicht nur das Obo drin. Jo, meinen ABS-Stecker haben wir gleich noch gemacht am Tieflader. Der hat anscheinend einen Wackler gehabt, keine Ahnung. Ja. Jetzt fahre ich noch da rein. Dann ist auch schon Feierabend für heute. Hallo Mittwoch, ich bin noch da, keine Sorge. Ich bin gerade am Umräumen. Das ist jetzt noch Leitrusch. Große Kram habe ich schon weitestgehend weg. Was ist das? Ich habe hier gerade so eine. Keine Ahnung. Ja, ich warte auf die Zulassung. Aber die gibt es nicht. Das ist der neue. Der alte. Muss ich auch noch absatteln später. Kann man es gut sehen. Die Spiegelarme. Sind neu, die sind näher dran. Und hier der Rampenspiegel vorne. Das jetzt hier auf der Seite ist der vorne dran. Die ganze Zeit ist er hinten dran. Noch was liegen? Nee. Ja, hier ist er hinten dran. Mal gucken. Wie gesagt, ich warte auf die Zulassung. Aber die gibt es heute wahrscheinlich nicht, weil es fehlen Daten. Es fehlen Daten von der Achslast von der Zugmaschine. Jo. Keine Ahnung. Hier bin ich auch noch am Räumen, hab mein Regalbrett wieder eingebaut. Einfach nur hier so eine Siebdruckplatte und hier eine Dachlatte drauf geschraubt und oben drauf dann die Ablage. Bringt was für mich. Ja. Die Schränke habe ich voll, ich meine Netze drin. Der Teppich bleibt noch über, was ich hier noch mache. Hier. Machen wir später. Und zwar gibt es, wenn ich abhänge, gibt es ja diesen Rostrand halt, ja, weil die Stützen drücken ja hier drauf. Und wir haben noch Platten vom Dreiechser Tieflader mit Gummi oben drauf. Da mache ich mir eine, mache ich noch hier drauf.
denke, das wird gehen. Wenn die mit zwei Schrauben befestigt ist, ich sollte die normal halten, die muss ja nichts tragen. Schauen wir mal, ob das genauso breit ist wie die. Ich gehe mal stark davon aus, dass die genau dieselben Maße hat. Jo. Na, Telefon, Augenblick. Oh, ich da so alles ansammelt, das ist Wahnsinn. Ich bin immer noch nicht ganz fertig. Mein Stativ habe ich auch noch zu Hause vergessen. Hier ist mal eine Kiste. Ja, es ist alles voll mit Genehmigungen aus dem letzten Jahr. Natürlich sind das alles Einzelgenehmigungen. Ja. Natürlich nicht mehr gültig. Gültig habe ich jetzt nur noch die eine von Landstuhl, wo der 956 ist. Und der Rest muss halt alles erst wieder neu beantragt werden. Ja, was ich echt doof finde, dass jetzt hier aber immer der Getränkehalter, der Becherhalter. Das finde ich jetzt echt doof, dass der nicht mehr da ist. Aber es ist halt so. Da habe ich einen Becher drin, den brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht. Da habe ich auch mehr Krempel drin. Oh, aua, du sollst da lieber nicht was drin haben. Ja, und die ganzen Schalter sind hier außen jetzt. Ich weiß nicht warum. Okay, das ist wie beim Alte. Normal geht das hier an. Vielleicht bestimmt gleich Radio. Ja, wie gesagt, normal hast du die ganzen Funktionen nicht verfügbar, bitte schalten. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Und er geht anscheinend bei Zündung an, geht er anscheinend automatisch auf automatisches Licht. Was wieder für mich im Tiefladerbetrieb ist das einfach Müll, ja, weil du brauchst Licht, wenn du mal lenken willst. Und ich weiß genau, der Moment kommt, ich muss lenken und ich reg mich auf, weil die Fernbedienung wieder nicht geht. Und irgendwann fällt mir dann auf, dass kein Licht an ist, weil es auf Automatik steht. An. Was das ist, weiß ich nicht. Was das für ein Licht ist. Müsste ich eigentlich mal lesen. Ne? Das ist Nebellampe vorne, das ist Nebellampe hinten. Oder? Das ist vorne, sieht man da, dass die ohne die Lampe angehen. Das ist ja schon wie beim Euro Truck Simulator. Und jetzt sieht man hinten die. Oder gehen vorne die automatisch mit an. Ja? Das ist auch cool, wenn ich hinten die anmache. Gehen die vorne mit an. Was das ist, weiß ich nicht. Was ist denn das? Ach so, das ist die, wenn du Tür aufmachst oder das Auto zumachst. Ah, okay, alles gut. Außenverstellbarer Innenspiegel. Ja, das ist alles wie beim alten, gibt es andere Farben eigentlich, ne? Das ist weiß, das ist Nachtfahrlicht, das sind die blaue, die sind eigentlich blau, ich weiß nicht, ob man es erkennt, da oben kann man es gut sehen, und die Leseecke ist immer noch selbe Farbe, was ist das, das ist oberes Licht, das hier oben. Das hier ist das normale Licht. Ja, kann man alles innen. Ja. Das ist alles wie gehabt. Ich
Hier kannst du Temperatur rauf und runter regeln, falls du das musst. Ja, drückst hier drauf, geht's hoch. Minus logischerweise runter. Standklima, Standheizung, Klimaautomatik. Das alles beim Alten. Niveauregelung, die Schalter, ja, die sind jetzt alle, wie gesagt, warum mache ich dann ein Display, wenn ich dann doch hier draußen alles voll knall, da brauche ich auch kein Display. Das Einzige, was ich hiervon brauche, wird ab und zu der Spurassistent sein, ab und zu. Dann ist das eigentlich voll für den Arsch, ne? Alles hier draußen. ASR. Niveau, okay, das ist ja noch verständlich. Das ist die Achse. Entlasten, das ist ein Nebenantrieb. Brauche ich nie. Für was soll ich einen Nebenantrieb brauchen? Keine Ahnung. Das ist die Freischaukelfunktion, das ist die Pumpe zum Anfahren quasi mit der Turbo-Retarder-Kupplung. Was für ein Licht ist denn das? Das Licht auf dem Dach hinne. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich draufdrücke, wird es Licht. Ich nochmal draufdrücke, wird es dunkel. 12 Volt, damit kannst du hier die. Ach guck mal, das ist eine Zigarette anzündet, dann leck mich am Zügerli, ey. Habe ich jetzt die Raucherausstattung bekommen oder was? Aschebücher? Brutal. Und das ist mein super geiles Fernlicht. H4, H7? Ich weiß es nicht. Verstehe ich immer noch nicht, warum man das ab Werk gemacht hat. Niveau, ganz normal, Zeitsteuerung, damit kannst du Wecker, Stand, Entschuldigung, damit kannst du, im Moment ist auf Stand Klima gestellt, kannst du umstellen auf Stand Heizung, ja, also kannst du auch morgens kalt, wenn es 20 Grad Nächte hat, kannst du das auch auf kalt stellen, was das heißt, Ausschaltzeit. Das ist die Zeit, wenn das Ding automatisch ausgeht. Uhrzeit, ach Quatsch, stopp, nimm alles zurück. Das so lange läuft die, genau, so lange läuft die Standklima oder halt die Standheizung. Einstellungen, Assistenzsysteme. Verkehrszeichenassistent, den habe ich gleich ausgemacht. Der ist der Heimfahrt schon auf den Sack gegangen. Hydro-Move. Ich nehme an, das ist, wenn ich dann einen Gang drin habe, dass der dann immer noch ein bisschen weiter fahren will. Keine Ahnung. Tempolimits. Tempolimits kennen wir nicht. Ego-Roll, ja. Anzeige und Bedienung. Anzeigenstil, damit immer, ich habe den Advanced. Den da, wie man den halt. Ach, sorry, dass man was erkennt. Den, so wie ich ihn die ganze Zeit hatte. Wenn ich das jetzt hier rummache, gehe hier drauf. Und dann geht er kurz, fährt er kurz runter. Und dann kommen zwei ganz normale. Meine Linse ist dreckig. Sorry. Entschuldigung. So. Jetzt sieht er so aus. Würde ich sagen, mir gefällt das andere besser. Wobei ich halt nicht weiß, ob ich. Geräte-Manager, das sind meine Handys, die drin sind. Bluetooth, WLAN, muss ich nichts sagen dazu.
Einstellungen. So, das war das. Gehen wir nach Hause. Das Heizung, Bedienung, wo wir eben drin waren, das hier ist das große I. Ja. Und die Achslasten drin stehen. Machen wir kurz mal. Ladekabel. Ich habe da so Bedenken, dass das nicht reicht. Dass die gleich ausgeht, das Jude. So. Die Achslasten kann ich hier anzeigen. Ja, zeigt jetzt nur Maschine an, dass vorne an der ersten Achse nichts steht, heißt wieder, dass der Blatt gefedert ist vorne. Ja, leider. Nicht hier die Achslasten erhöhen oder senken. Ja, 1,7, wenn ich die jetzt, weiß nicht wie, auf 8 Tonnen mache. Nee, mache ich ja nicht, aber ja, das kann ich dann halt. Gibt es da nicht irgendwie so ein Zurücksetzen oder so? 2 Tonnen, ne. Aber 1,7, machen wir es auch wieder auf 1,7. Wie gesagt, ist das Zugfahrzeug. Hier ist Wartung, Ereignisse. Ereignisse ist die, wenn irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Ja. Nicht so wichtig. Licht hatte man eben. Stimmt, ich hab hier das Licht angemacht. Das ist alles, wie gesagt, außen, innen nochmal. Navigation, muss ich auch nichts sagen dazu, ist das TomTom. Ganz normal. Ja, wie ihr seht, ich bin zu Hause. Also nicht zu Hause, sondern in der Firma. Das ganz normale. Wie du es auch kriegst in der App, das sind meine Telefone, Radio, Medien, da kannst du dann Bluetooth-Verbindungen, kannst irgendwelche Streaming-Dienste, Smartphone, kannst du Apple und Android Kabel, aber das geht nur über Kabel. Da musst du in diese Buchse hier, musst das USB-Kabel mit deinem Handy, haben wir das gesehen, da oben in die USB-Kabel mit deinem Handy verbinden und dann hast du dein Handy-Display hier auf dem LKW-Display. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Europa und Afrika, okay. Keine Ahnung. Und hier kannst du, aber das ist nicht freigeschaltet. Hier neben, weiß nicht, ob man das erkennt, ist ja eine Funkantenne quasi. Ja, und ich denke mal, ich habe nicht so den Plan von dem Kram, aber ich denke mal, dass ich darüber dann quasi mich mit dem Internet verbinden kann. Nur das ist halt nicht freigeschaltet. Ja, das war's eigentlich. Smartphone halt, wie gesagt, alles wie gehabt. Favoriten habe ich keine. Und hier komme ich wieder zu meinen Einstellungen. Beziehungsweise zu meinen Schaltern, die ich halt brauche. Hydraulik, das war alles, beim alten war das alles hier oben. Ja, das habe ich jetzt alles hier. Das sind die Lampe hinten auf der Achsen, denke ich mal. Ja, und da hinten auf der Beleuchtung hin habe ich ja diese Arbeitsscheinwerfer drauf. Das sind die. Was ist das? Was ist das für ein Schalter? Der da. Für was ist der Schalter? Das ist für die Hydraulik. Da müssen wir gar nicht reden drüber. Siehst du doch, dann auch, wenn der an ist, dann leuchtet dieses Licht.
was ist denn der Schalter? Da muss ich jetzt echt mal gucken. Da muss ich jetzt echt mal gucken, für was der hier ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Sorry, ich habe gerade die Kamera verloren. Kann man das erkennen? So halbwegs, der da. Einstieg. Habe ich da Lichter dran am Einstieg? Sieht so aus, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall räume ich jetzt noch da mein bisschen Krempel weg hier. Klamotten habe ich noch hin, den Sack voll, den räume ich noch ein. Wie gesagt, Fahrzeug ist, wird nicht angemeldet heute, es fehlen Daten. Verkäufer will das jetzt morgen selbst machen. Ja, hallo, am Freitagmorgen. Ist jetzt soweit. Es ist jetzt soweit, er wollte gestern Abend, oder gestern, ja doch, gestern Abend irgendwann gegen 17 Uhr, halb fünf etwa, kamen die Schilder. Kaffeemühle ist angemeldet. Ich habe jetzt noch kein Obo drin. Ich bin jetzt seit quasi online eingebucht. Ja, dann fahre ich zwei Container von Sembach, von unserem Platz oben, runter hierher in den Hof. Und dann werde ich nach Kaiserslautern fahren, in die Werkstatt, werde mein Obo einbauen lassen. Ja, bin nicht angeschnallt. Sorry. Ich bin 15 gefahren eben. Und das hört jetzt nicht mehr auf, so lange, bis ich das Fahrzeug stehen lasse. Oder mich für die 3 Meter. Ach Gott, was ist denn das jetzt? Anstande. Das ist Wahnsinn, oder? Ich fahre Schritttempo. Ein bisschen mehr wie Schritttempo. Naja, egal. So, gehen wir mal erneut aufsatteln. Gestern Mittag hatte ich ja schon mal kurz drauf. Ich muss auch über die Elektrik fahren. Weil der eine Anschluss vom Hydraulikschlauch, vom Rücklauf, der passt nicht mehr. Warum auch immer. Jetzt eine andere Größe und natürlich haben wir nicht das passende Stück da. Das bestellt, das kommt heute Morgen. Also fahren wir über die Elektrik. Geht alles ein bisschen langsamer dann. So. Echt unscharf hin und aus, ne? Was habe ich da noch drin genommen? Das ist ein Salzstreuerchen. So. Ich hab den Blobschutz da vorne nicht drauf. Alter, das ist aber extrem gewöhnungsbedürftig. Also die Spiegel sind sehr nah dran am Fahrzeug, das habe ich ja schon mal gesagt. Also richtig nah dran. Also an den Blick muss ich mich erst wieder gewöhnen. Kameras, wie gesagt, die ersten 6-7 Meter vom LKW sind storch scharf, würde ich sagen.
Ja. Sorry. Geht schon los. Danke. Geht schon los. Es geht. Es geht, wobei ich die rechte Seite finde ich schärfer wie die linke Seite. Ich werde jetzt, wobei ich muss noch nicht tanken, Kinder. Ich habe noch eine Reichweite von 400 Kilometern. Das mache ich später. Ja. Also links sieht es aus, als würde er nach rechts laufen. Oder rechts, wenn ich rechts gucke. Was ich noch nicht gemacht habe, ich habe den Lenkkeil eingestellt. An der Sattelplatte ist doch dieser Lenkkeil dran. Beziehungsweise am Tieflader. Das haben wir nicht gemacht. Müssen wir später. Aber ich komme ja eh wieder hierher auf den Hof und dann müssen wir das machen. Ja, wackelt, er rappelt nicht so laut wie der alte. Kann auch sein, dass das unscharf aussieht, weil der sehr hell eingestellt ist, der linke Spiegel. Könnte natürlich auch sein. Muss ich auch noch ein bisschen herausfingern. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der zieht vorne nach links. Muss mir hier was einfallen lassen mit dem Empfänger vom Mikrofon. Irgendwas einfallen lassen. Ist das vorne mit den Reifen auch, weil sie halt neu sind, weil sie krachneu sind. Ja, aber ich habe nicht so das Gefühl, als könnte ich das Lenkrad loslassen. Was mir noch so vorkommt, ja, ich habe beim Vorgänger habe ich auch, das Sitz immer, hat ja zwei Schienen quasi, wo du den Sitz verschieben kannst.
hatte den immer ganz hinten gehabt. Kam gut an die Pedale, jetzt habe ich ihn auch ganz hinten und ich muss Beine strecken. Ja, also ich denke, vielleicht ein bisschen länger geworden, keine Ahnung. Ja, sorry, kann man mich überhaupt hören? Dinger ist gut, oder? Oder soll ich ihn wieder lauter machen? Okay, das Retarderzeichen ist jetzt auch weiß, das war immer gelb. Ja, also ich muss wirklich zurücklenken. Also das ist, wie gesagt, vielleicht weil die Reifen neu sind noch oder so. Vorgänger nach dem Abbiegen Gas gegeben, Lenkrad losgelassen und er hat sich selbst quasi wieder in die Fahrtrichtung gelenkt. Natürlich muss ich da auch ein bisschen mitlenken, ja, aber hier muss ich komplett wieder zurücklenken. Vielleicht gibt es auch irgendeine Einstellung, die ich da machen kann. Muss, keine Ahnung. Links, die Kamera ist wesentlich heller wie rechts die. Und das kann ich hier alles einstellen. So ist eine Dame, sorry. Alles gut. Das hier noch mal testen, wenn ich abbiege. Ja, beim alten beim alten lässt er los oder geht halt wieder relativ gerade. Der hier macht das nicht. Gucken, ob es da irgendwie so eine Lenkunterstützung oder sowas gibt oder ob man wie das. Ob das Häkchen wieder nicht dran war oder ob das Häkchen zu viel war, keine Ahnung. Aber ist jetzt nichts. Ist jetzt nichts Wildes. Halt was Neues, woran ich mich erst wieder gewöhnen werde. Ist halt so. Batteriestatus, okay, das ist neu. Aktueller Verbrauch liegt bei 93 Liter.
Was ich dann auch noch, wenn ich die Zeit dazu kriege, heute mache, ist, ich werde den Tieflader so umbauen. Ja, ich weiß. Aber es muss quasi sein, da ich ja die nächsten 3 bis 4 Wochen nur diesen haben werde, werde ich den umbauen, dass ich eine ebene Ladefläche habe. Kann dann sein, dass ich die großen Rampen wieder, dass ich dann auf jeder Seite 2 Rampen liegen habe, dass ich die wieder mitnehmen muss, weiß ich noch nicht. Der Kran steht schon. Ja, sorry, ich bin spät dran. Aber das werde ich definitiv noch machen. Dann habe ich auch 100% sicher weniger Arbeit beim Laden. Ja. War schönes, schnelles Schalten, oder? Nicht warten, bis er den Gang gefunden hat. Mal gucken, dass ich hier nicht auf Vox bin. So. Geladen hat er. Ich dachte, ich muss ausziehen, aber das passt auch so. Alter, wie geil das. Ach, wie geil das. Das geht jetzt auch noch vorne. Ah, das ist ja mal geil. Ah, das ist ja mal geil. Das hatte ich die ganze Zeit auch nicht. Ah, das ist ja mal geil. Weil ich die ganze Zeit beim Rückwärtsfahren hatte. Mit dem Weitwinkel. Alter, das ist ach, brutal. Muss ich euch später mal zeigen. Oder wäre doch noch eine Beigang. Ja, nach oben gibt es keine Grenzen. Ob? Ja, sonst noch, ob ich da ausziehe oder geht es nicht. Ja, ausziehe langt nicht nochmal für eine. Aber gut, ich hätte können dann auf der Haltestelle fahren. Hochkant. Oh, Hochkant, genau. Richtig. So, zurück. Das mit dem Weitwinkel, ja, das habe ich jetzt hier auch beim Vorwärtsfahren. Das hatte die ganze Zeit nicht. Ich dachte eben, was ist denn jetzt los? Das heißt, wenn ich dann auch vorwärts fahre, wo
und ich das eingeschaltet habe, dann sehe ich immer mein Fahrzeugende. Auch was, wo ich mich erst wieder dran gewöhnen muss. Aber ich schon. Eigentlich hätte ich jetzt ja nur meinen Kreisel fahren hier, ne? Naja, gucken wir mal. Fahr die Container nach Hause. Und bei uns vor die Werkstatt oben wird ein neues Schleppdach aufgebaut heute. Dann, wie gesagt, werde ich nach Kaiserslautern rollen und werde mein Mautgerät einbauen lassen. Um 10.40 Uhr haben wir es. Ich war gerade mein Mautgerät einbauen lassen. Ist mal richtig rum dran. Geht doch alles, also es ist alles grün. Ja. Mache ich nach Hause, jetzt machen wir doch meine Hydraulikleitungen zwischen Tieflader und Zugsmaschine. Heil sollte jetzt da sein. Dann eventuell. Wenn ich da was zu fahren habe, vermute ich werde einen Bagger nach Wiesbaden fahren. Falls ich nichts mehr zu fahren habe heute, ich denke, also meine beiden Kollegen fahren mit dem Tieflader. Dann habe ich am Dolly noch ein Ventil zu tauschen, dass wir das machen. Und dann werde ich, wie gesagt, den Tieflader umbauen zu einer Geraden, zum Tiefbett quasi. Jetzt ist es ja die Baggerbrücke, die rechts und links, das ist alles ungefähr 10 cm Tiefe. Und ja, das werde ich dann halt umbauen, dass das eine gerade Ladefläche ist. Da ich ja die nächste Woche sowieso nur den Vierachser habe, bis Ende April, Anfang Mai. Ja, und dann mache ich das einfach so. Geladen. 922. Und den fahre ich jetzt rüber nach Wiesbaden. Bierstadt, da wo unser 938 steht. Und dieses Tageslicht, ne? Und ich sehe nicht, ob ich hier Licht an habe oder nicht. Egal, mir gerade ich Sitzheizung an. Habe ich überhaupt eine Sitzheizung? Aus. 25 Grad haben wir draußen. Kann man haben, ne? So.
Also schauen wir mal. Der Bagger ist jetzt nicht so schwer, der hat nur 22 Tonnen, 23 Tonnen. Ja. Sorry. Ich muss ein bisschen Luft reinlassen. Hier drin ist es drückend. Okay, was war das? So, Schlimmste haben wir geschafft. Na, wobei, Schlimmste kommt noch, glaube ich. Aber Schlimmste kommt noch. Das Fahrzeug läuft sehr ruhig, auch vom Motorgeräusch innen drin, ja, also sehr ruhig. Ja, nicht das Schlechteste ist, ne? Der innen drin ein bisschen leiser ist. Muss ich nicht immer so schreien hier. Aber man merkt noch, dass er halt krach neu ist, dass halt noch ein bisschen Saft fehlt, dass er halt noch nicht eingefahren ist. Das merkt man definitiv noch. So, da unten an der Ampel wieder links, nicht an dieser, sondern an der nächsten, wieder links abbiegen. Das könnte wieder ein bisschen basiger werden. Mal gucken. Ruhig, Braune, wo haben wir denn jetzt die Anfahrhilfe? Die haben wir hier nicht mehr. Das ist alles wieder hier innen drin, stimmt. Ja, genau. War die Frau auch innen drin? Ich glaube, die war auch innen drin. Kann sein. Sorry.
Ja. Gleich durch die Hecke, jawohl. Gleich durch die Hecken durch. Ist halt ein Nutzfahrzeug. Alles gut. Käme keiner. Geil, oder? Wie geil. Ich habe jetzt gerade diese, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt. Weitwinkel, meine Fresse, ey. Sorry, ich werde alt. Urteil, da liegt ja schon alles. Alles. Ja, und das beim Vorwärtsfahren, also das ist richtig, frage ich mich, warum ich das nicht schon früher gehabt habe. Weil ich sehe auf der rechten Seite, ich sehe immer mein Fahrzeug von vorne bis hinten. So muss das. So muss das. Hier sind wir Arm entkernen, also diese. Alle drei, ja. Das sieht noch recht neu aus da unten. Okay. Ja, gut. So. Ich wundere sehr echt, dass hier vorne sich wirklich ans absolute Parkverbot gehalten wird. Bin mal gespannt, wie es dahinter aussieht. Die Straße sieht schon wieder göttlich aus. Guck mal, das ist doch so geil, oder? Wenn ich das ausmache jetzt, sehe ich quasi nur das halbe Bild. Ja, wenn ich also das halbe Fahrzeug. So, das ist das ganze Fahrzeug. Das ist. Mir geht gerade einer ab. Sorry. Also die Männer, die warten schon. Dann halt später wieder rückwärts raus, aber wie schon gesagt, ich fahre lieber rückwärts leer raus, also leer rückwärts raus, als wie geladen. Ja,
fällt ein bisschen komisch an, der Motor irgendwie, gell? Kann ich da reinfahren? Dann würde ich nicht drin fahren können, gell? Aber hätte ich nicht drin fahren können. Ist überall Parkverbot gemacht und trotzdem wird gefahren bis nach Amerika. Was geht's nicht an? So, ich denke, ich bleib so stehen. Soll ich noch der Nuff? So. Leer. Das ist jetzt halt echt doof, ne? Aber da werde ich jetzt noch mal kurz stehen bleiben. Wollte noch mal gucken. Ob es da nicht noch nein. Eine andere Einstellung gibt. Jetzt wäre hier links frei, ne? Jetzt könnte ich hier links eigentlich reinschieben. Eigentlich. Ich weiß halt nicht, wie es da unten aussieht. Rechts. Tatsache. Wag ich's oder wag ich's nicht? Na komm, ich fahr raus. Das neue Kamerabild gewöhnen. Läuft mal aus dem Ruder. So. Durch. Das reicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich da was einstellen kann. Einstellung mache ich dann Assistenz, Anzeige und Bedienung, Sprache, Einheiten, Bildschirm. Aber nur die Bildschirmhelligkeit, ne? Kein Fahrer steht auf 0. Kann ich nicht viel einstellen, ne? Display aus, Bedienelemente.
Befindlichkeit, nee, da kann ich jetzt mal Zeit und Datum. Was haben wir noch? Das sind nur die Assistenzsysteme, das hat damit gar nichts zu tun. Ne, da geht nichts. Hier geht nichts, schade. Wenn man die Schärfe irgendwie einstellen kann oder so. Aber ich wüsste nicht wo. Ja, da geht leider nichts. Weil es halt doch hin und aus ist, leider ein bisschen unscharf. Echt sagen, ich hatte das heute Morgen schon mal probiert mit meiner Brille. Vielleicht sind es auch meine Augen. Das macht nicht viel aus. Egal, es ist jetzt eben so. Gut. Ich werde jetzt rausfahren, weit Richtung Heimat rollen. Drei vorbei. Flagge oben haben wir auch aus. So. Einspulen kann ich mir sparen. Ich werde das da vorne eh nochmal brauchen. Ja, gut. Bleibt doll zu mir sagen. Ja. Gegen 16 Uhr auf dem Hof. Sollte passen normalerweise. Nur aber alle Meise. Stand mich hier geblieben. Warum kriege ich das nicht mehr angezeigt, dass ich... Aber es kriegt nicht mehr angezeigt, wer mich als letztes angerufen hat. Oder wenn ich als letztes, welche Nummer ich als letztes gewählt habe. Das kriege ich nicht angezeigt heute, warum auch immer. Gestern habe ich alles angezeigt bekommen. Ja, alle. Halb so schlimm. So, vorne rechts auf dem Eck stehen zwei. Ich hoffe, dass das hinhaut, dass die nicht so weit. Ah, ich glaube, ich hätte können. Ich hätte gerne doch hier runterkommen, ne? Naja. Der erste hier rechts, da steht ganz vorne, ne? Wenn jetzt drüben, das sollte passen. Wenn der weiter hinne stehen würde, wird es schon wieder eng werden mit meinem Heck hier. Aber das sollte passen. Ich kann weit genug vorfahren, denke ich. Gut, haben wir dich noch nicht einmal
Lenke müssen. Auch mal Flasche. Was machst du denn jetzt ohne Schalte? Okay. Alles gut. Ich bin noch nicht am Ausflippen. Alles gut. Der Müll schon wieder. Oh, zu spät gesehen. Danke. So, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Rechts kommt keiner. Links, der muss warten. Ich hab immer noch den Griff hier vorne dran. Bus. Bleib ich mal hier oben stehen. Danke. Voller Fahr. Reicht das dem Bus das an der Reise, oder? Alles gut. Alles gut. Sorry, ich hab mir eine Flasche rausgeholt, jetzt macht das Ding noch mehr. Ja. Ob ich da nichts anderes habe, ob ich da nicht so einen Träger kriege oder so. Aber der wird wahrscheinlich die ganze Zeit auf der Seite liegen. Naja. Weiß nie, was das heißen soll. Wenn ein Fahrzeug, das hinter dir hergefahren ist, dann rechts oder links an dir vorbeischießt wie ein Gestörter und dann vorne dran langsam macht wieder. Keine Ahnung, was das für ein überwiegend Männer mit übermotorisierten PKWs, übermotorisierten Fahrzeugen. So ein Schwanzlänge-Ritual oder so, keine Ahnung. So, ja. Also ich werde noch nicht Schluss machen für diese Folge, weil ich habe vielleicht 20 Minuten Filmmaterial, vielleicht auch 30. Keine Ahnung. Ja, also ich werde das alles noch mitnehmen in die nächste Woche. Trotzdem habe ich jetzt Wochenende.